Hier habt ihr ihn, Mädels. Hilflos und zu allem bereit. Hey, was soll das? Bist du bereit für eine wirklich heiße Nacht? Das könnt ihr doch nicht machen. Ich krieg von jeder 50 Mäuse, Mädels. Ja, gleich. Lass mich den Anblick noch ein bisschen genießen. Also, 100 von uns beiden. Okay. Der Mann gibt ja wirklich alles, das ist ja filmreif. Hey Nicole, so viel Fantasie haben wir dir gar nicht zugetraut. Man bildet sich schließlich weiter. Man bildet sich wie weiter? Es gibt doch Fachliteratur. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Nur Sabine kann uns verraten haben. Komm, lass mich das mal machen. Das nicht hin. Du bist ja fix und fertig. Es ist doch auch kein Wunder. Ich habe doch wirklich jeden Grund, mich aufzuregen. Der Mann, den ich liebe, sitzt unschuldig im Gefängnis unter Mordverdacht. Nur weil Sabine ihn ans Messer geliefert hat. Meine beste Freundin, man stellt sich das mal vor. Manchmal habe ich das Gefühl, man kann sich einfach auf niemanden mehr verlassen. Dorothee, jetzt hör mir mal genau zu. Sieh das Ganze mal ganz rational. Es gibt nur eine Person, die ein Motiv hat. Konstantin. Die von der Polizei, die wären doch Idioten, wenn sie nicht drauf gekommen wären. Da muss doch Sabine ihn nicht erst verraten. Also jetzt sprichst du schon wie dieser Kommissar Müller. Der macht sich's auch so einfach wie im Fernsehkrimi. Dorothee, du hast Konstantin ein falsches Alibi gegeben. Das macht die Sache so kompliziert. Genauso gut könntest du mich verdächtigen, dass ich der Verräter bin. Paul, du bist nicht bei der Polizei, aber Sabine. Für sie ist das ihre Pflicht und Schuldigkeit. Beamtenehre. Dorothee, du steigerst dich da in was hinein. Deine Verzweiflung, die macht dich völlig blind. Du weißt doch ganz genau, dass Sabine alles tun würde, um Konstantins Unschuld zu beweisen. Wenn er unschuldig ist. Paul! Ich glaube doch auch nicht, dass er schuldig ist. Ja, was ist mit dir? Trinkst du nichts? Eigentlich wollte ich noch zu einer Wohnungsbesichtigung. Andererseits, ich kann dich doch jetzt nicht allein lassen. Ich komme schon allein zurecht. Wir nehmen noch einen Espresso, bitte. Wie wär's mit einem Grappa dazu? Sabine, so kenne ich dich ja. So kenne ich sie ja gar nicht. So genusssüchtig. Scusi. Das heißt also, du Espresso e due Grappe? Ja, genau, ein Duo. Si, signore. Thomas? Ja? Dieser Fall Heinersdorf. Wir haben doch unsere Dienstmarken an der Garderobe abgegeben. Und zum Espresso will ich keine Leiche. Trotzdem, ich... Was interessiert Sie eigentlich so an diesem Fall? Ist doch praktisch abgeschlossen. Dorothee Berger ist meine Freundin. Meine beste Freundin. Aha. Sie sind doch aber nicht persönlich involviert, Sabine. Konstantin Rosen ist unschuldig. Was macht Sie da so sicher? Nur weil Sie mit seiner Lebensgefährtin befreundet sind? Es geht nicht um Freundschaft, es geht einfach um die Wahrheit. Sabine, alle Indizien weisen auf Konstantin Rosen. Und früher oder später wird er gestehen. Aber solange er nicht gestanden hat, könnte ich mich doch ein bisschen umhören. Also so privat, meine ich, ganz privat. Nein, das ist mein Fall. Wissen Sie, Sabine, mir kommt da gerade ein Verdacht. Sie versuchen, mich da in etwas hineinzuziehen. In Ihren Feldzug zur Ehrenrettung von Konstantin Rosen und Dorothee Berger. Wissen Sie eigentlich, was Sie damit riskieren? Würden Sie nichts riskieren für Ihren besten Freund? Ich wüsste ja nicht, dass ich mit der Jungfrau von Orléans am Tisch sitze. Jungfrau? Das ist noch nicht mal mein Sternzeichen. Signore, wo bleibt unser Duo? Mensch, Paul, das ist echt voll eine geile Wohnung.
Weißt du was? Sogar Napoleon kriegt hier sein eigenes Zimmer. Mhm. Die Wohnung ist fantastisch. Jetzt müssen wir sie nur noch kriegen. Ach, füllst doch schon den Mietvertrag aus, hm? Mhm. Schön wär's. Das ist die Selbstauskunft. Fehlt nur noch, dass sie wissen wollen, welche sexuelle Neigung man hat. So, meine Herrschaften, haben Sie alles ausgefüllt? Sind die Schecks für die Kaution bereit? Hier bitte, alles korrekt ausgefüllt. Wir haben übrigens keine Kinder. Auch keine Haustiere. Na, wie gut für die Tiere. Lass, Bettina. Oder hast du irgendwas? Nein, ich habe Napoleon nicht mitgebracht. Ehrenwort. So, das ist Ihr Scheck, bitte. Warum muss hier eigentlich jeder die Kaution bezahlen? Keine Formsache, gnädiges Fräulein. Wir beschleunigen so das Verfahren. Immerhin ist die Wohnung ja auch teilmöbliert. Hier ist Ihre Quittung über die Kaution. Okay. Und sollten Sie wieder erwachen, die Wohnung nicht erhalten, werde ich den Scheck selbstverständlich vernichten. Das läutet mir ein, ja. Jetzt könnte es eigentlich schon passiert sein. Schon mal gehört, man kann sich dabei auch Zeit lassen? Geht aber nicht. Da kommen Mia und Nicole. Sehen eigentlich ganz zufrieden aus, die beiden. Guten Abend zusammen. Wir hatten noch eine Wette am Laufen, oder? Was für eine Wette? Wir wollen gerade ganz schnell ein Bier servieren, ne? Kommt, Jungs, rückt das Geld raus. Das ist immerhin mein zweites Vergnügen heute Abend. Dann hat Robert dich also... Hat er. Und ich war Zeuge. Robert war derart gefesselt. Er konnte sich kaum loslassen. Oh Mann, Patrick, ey. Die zwei haben das durchgezogen. Unser Robert. Ja, dann ist ja jetzt Zeit für ein bisschen Shampoos, oder? Gib mir das Geld. Wir haben noch was vor. Noch was? Wo ist eigentlich Robert jetzt? Ich denke, der wird noch ein Weilchen verschnaufen müssen. Und tschüss. Schönen Abend noch. Da verstehen wir mal jemand die Frauen, ey. Herr Dr. Steiner, der Makler ruft nicht an, auch wenn Sie den ganzen Vormittag am Telefon hocken. Ja, Sie haben ja recht. Das ist die Wohnung! Ne? Ja, Frau Dr. Brandt. Ja, ja, ich komme gleich. Mhm. Lieb von Ihnen, danke. Tschö. So, jetzt reicht's mir. Hol ich diesen Makler aus dem Tiefschlaf. Das gibt's doch nicht. Da läuft ein Band. Der hat einen zweiten Besichtigungstermin angesetzt. Das ist doch normal. Das finde ich überhaupt nicht normal. Der hat mir die Wohnung so gut wie zugesagt. Na, der kann was erleben. Sie erreichen mich über den Piepser. Okay, ich halte hier die Stellung. Ja. Viel Glück. Danke. Morgen. Moin, moin. Sag mal, lasst ihr euch eure Post eigentlich schon hier nachschicken, oder was? Hast du was gegen Stammgäste? Nee, aber euer Stamm scheint hier schon Wurzeln zu schlagen. Achtung, da kommt unser Romeo. Hey, Alter, wie war die Nacht? Du siehst ein bisschen mitgenommen aus. Naja, fast entkräftet, möchte ich sagen. Kann man dir auch etwas zu trinken bestellen, oder muss ich mir nur eure Quatsche anhören? Wie wär's mit einer Hühnerbrühe? Mit viel Eiweiß, das kräftigt. Haltet bloß die Klappe. Hey Mann, warum so trübsinnig, Alterchen? Nicole hat doch schon gesagt, dass sie ganz gefesselt von dir war. Oder war es umgekehrt? Ihr braucht euch gar nicht lustig zu machen. Das hätte jedem passieren können. Soll das etwa heißen? Dass du es nicht gebracht hast? Ja, was haben uns die Mädels denn da erzählt? Das kann ich mir denken. Oh Mann, die haben von dir geschwärmt. Hier ist dein Geld, what's up? Hab ich das nur gesagt? Weißt du was, Patrick? Gib mir eine Cola und dann lass mich ganz einfach in Ruhe. Irgendwie finde ich ihn undankbar. Ich auch. Mit einer tollen Frau ins Bett gehen und auch noch Kohle dafür kriegen. Ich meine, das müsste mir mal passieren. Also irgendwas muss da ziemlich schief gelaufen sein. Sie? Ich bin von der Baupolizei. Hier stimmt was nicht. Ich muss sofort mit dem Makler sprechen. So, meine Herrschaften, Sie haben den Scheck für die Kaution ausgefüllt. Mhm. Sehr schön.
Können wir checken, wir haben direkt die Quittung. Okay. Ich werde Sie dann anrufen. Mhm. Okay. Vielen Dank. Okay. Danke. Guten Tag, Herr Wieland. Herr, Steiner. Dr. Steiner. Sagen Sie mal, was soll dieser zweite Besichtigungstermin? Wir waren uns doch einig, oder? Herr Dr. Steiner, wir schon. Nur der Vermieter, der Mann ist unberechenbar. Er hat auf diesen Termin bestanden. Vielleicht sollte ich ihm mal gut zureden in Ihrer Angelegenheit. Gut zureden? Ja, das sollten Sie tun. Und damit Ihnen ein paar gute Argumente einfallen, notiere ich Ihnen ein paar Stichworte. Ja? So. Bitte sehr. Das sind sehr gute Argumente, Herr, Steiner. Dr. Paul Steiner. Krankenhaus am Stadtwald. Und Sie sollten auf keinen Fall vergessen, das noch mal zu erwähnen. Vielleicht hilft es. Nee, nee, nee. Der arme Robert. Jetzt essen wir auch noch die Leckereien, die er zu eurem Rendezvous mitgebracht hat. Ja. Irgendwann muss doch auch mal Schluss sein. Wieso? Ich dachte, es ist Schluss. Eben. Den Typ siehst du sowieso nie wieder. Nicole, was willst du denn mit einem Kerl, der in der Kneipe wettet, dass er dich rumkriegt? Eben. Die werden Robert im Erzählgrund schon fertig machen. Jetzt sag bloß, dass es dir leid tut. Aber lieber, das alles wäre nicht passiert. Unsere Nicole hat sich verknallt. Und? Bingo? Bingo. Give me five. Da, 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 da. Nein, das sind schon die Wohnungsschlüssel. So war ich Paul Steiner heiße. Oh Mann, Paul, du hast echt was drauf. Tja, und sogar noch was auf dem Konto. Gehen wir Möbel kaufen? Mhm. Und ich such aus. Na, Mahlzeit. Aber komm, wir gehen jetzt. Ach, Herr Göttin, gut, dass ich Sie treffe. Es tut mir leid, ich habe keine Zeit. Brassiert, der Hund. Ja, es ist nur, wissen Sie, ich bin die Cousine von Herrn Heinersdorf, Ihrem Nachbarn. Ach so, ja, der hat sehr viele Cousinen, ja. Ja. Mhm. Ach, und wer sind die anderen Cousinen? Was denken Sie eigentlich von mir? Ich bin verschwiegen wie ein ganzes Pharaonengrab. Aber andererseits, ich kann Sie nicht leiden sehen, meine Liebe. Und es bleibt ja ohne dies in der Familie gewissermaßen. Gewissermaßen? Also, da ist einmal noch so eine zierliche Person. Margit hat der Heinersdorf die manchmal genannt. Aber ich denke mal, das ist kein Problem für Sie. Die kann Ihnen keine Konkurrenz machen. Aha. Und es gab noch eine andere? Da war noch so ein ganz junger Hüpfer, so eine dunkelhaarige. Aber die war viel zu jung für den Heinersdorf. Könnten Sie sie ein bisschen genauer beschreiben? Sagen Sie mal, ich glaube, Sie sind gar nicht die Cousine von Herrn Heinersdorf. Stimmt. Ich bin Kommissarin, Herr Götting. Das habe ich mir doch gleich gedacht, meine Liebe. Tut mir leid, ich habe keine Zeit, also damit. Herr Götting, bitte rufen Sie mich an. Wir müssen das noch mal in Ruhe besprechen. Okay, ich bin zwar ein vielbeschäftigter Mann, aber wir können ja mal sehen. Amo, komm jetzt! Robert, es tut mir leid, was ich mit dir gemacht habe. Aber was du gemacht hast, war auch nicht ganz fair. Aber ich hätte dich nie so bloßgestellt vor den anderen. Jetzt mach aber mal einen Punkt. Wer hat denn angefangen mit dieser blödsinnigen Wetterei, wer wen ins Bett kriegt? Nicht alle Frauen sind so zickig wie du. Ich treffe mich jetzt mit einer richtigen Frau, wenn du weißt, was ich meine. Die Leute haben es eilig. Halt Jungs, Schlafzimmer ist drüben, andere Richtung. Ich
danke Ihnen. Ich weiß wirklich nicht, warum ich nicht den richtigen Schlüssel bekommen habe. Mich erschüttert nicht mehr. Ich könnte Ihnen da Geschichten erzählen. Ja, danke. Vielen Dank. Bringe Ihnen morgen die Nachricht. Ja, sehr nett. Schönen Tag noch. Ne? Ja, wiedersehen. Ich verstehe das nicht. Den Schlüssel hat mir der Makler gegeben. Ach, Paul, ist doch egal. Hauptsache, wir sind überhaupt drin. Endlich wieder ein Platz für uns allein. Na dann, viel Spaß noch mit der neuen Matratze. Komm, Albert. Was denkt der eigentlich von uns? Ach, nur das Beste, Paul. Nur das Beste. Hallo? Hallo. Ja, kann ich nicht wenigstens reinkommen? Dass du dich überhaupt noch hierher wagst. Auch wenn du es denn angetan hast. Dorothee, ich verstehe ja, dass du dich fühlst wie ein verwundetes Tier, aber du musst aufpassen, nach wem du beißt. Ich meine, ich bin hier, um dir zu helfen. Ach ja? Was sagst ausgerechnet du? Du warst es doch, die Konstantin ans Messer geliefert hat. Ach, Dorothee, komm jetzt wieder zu dir, ja? Du spinnst dir da eine Geschichte zurecht, in der du die Einzige bist, der Unrecht getan wird. Du traust ja niemandem mehr. Wann kann ich das denn noch? Was glaubst du, wie ich mich fühle? Mit diesem ständigen Anruf nach dieser Annonce, die ich aufgegeben habe. Diese Spinner, die hier ununterbrochen anrufen. Schätzchen, ich hab den Mörder hier in meiner Glaskugel. Komm doch mal vorbei, oder? Du, was es auch den umgebracht hat. Sollten wir nicht mal miteinander reden? Ich halte es einfach nicht mehr aus. Dabei will ich doch Konstantin nur helfen. Dorothee. Weißt du, ich träume manchmal von dieser Nacht, als ich neben dem Präzisionsschützen stand. Weißt du noch? Du warst drinnen gefesselt in deiner Praxis. Und ich hatte zu entscheiden über Leben und Tod. Und dann sehe ich mich plötzlich an deiner Stelle. Und ich spüre deine Angst und ich höre mich schreien, helft mir doch jemand, bitte, warum helft ihr mir denn nicht? Deine Stimme nie vergessen. Halten Sie durch, ich hole Sie da raus, vertrauen Sie mir. Na, weißt du, warum ich dir vertraut habe? Weil deine Stimme so offen, ehrlich und warm geklungen hat. Ich wusste, dass du mich verstehst. Dann vertrau mir auch jetzt, Dorothee. Bitte. Die Festtagsbeleuchtung. Ja, ich wollte mir die ganze Pracht mal so richtig ansehen. Immerhin haben wir ganz schön kämpfen müssen für unsere Traumwohnung. Ja, darauf stoßen wir an. Cheerio! Oh, und schon. Gut geschüttelt. Oh. Auf die Sieger. Weißt du was, mit dir hätte man besser in eine Höhle ziehen sollen. Tiefer in die Steinzeit, desto besser. Hey, was soll denn das? Steinzeit eben, hm? Da gab's auch nur eine Funzel. Und jetzt hör doch endlich auf zu meckern, Paul Steiner. Weißt du eigentlich, wie viele neurotische Kinder es in dieser Welt gibt? Sei froh, dass du an mich geraten bist. Und an Napoleon. Oh, ich glaube, da kommt ein Riesenproblem auf uns zu. Da war nichts mit Nicole. Und das wisst ihr genauso gut wie ich. Die Mädels haben mich hochgenommen.
Ja, diese Wette war nicht gerade eine unserer besten Ideen. Gut. Dann bringen wir es hinter uns. Was bringen wir hinter uns? Mädchen schlägt man nicht. Steh schon auf, Nico, komm. Okay, okay, okay. Okay. Oh. Naja, ich meine, sind noch alle Zähne drin. Oh. Nimm bitte die rechte Seite. Ui, ein Schlag wie Henry Maske. Okay. Bin ich jetzt drin, hä? Nee, du gibst eine Runde aus. Na gut. Und zwar für alle hier im Laden. Und dann Schwamm drüber. Klar, Alter. Jake, ich hab dir doch gesagt, du sollst dich hier nie wieder blicken lassen. Okay, Jake. Diese Stadt ist nicht groß genug für uns beide. Einer muss verschwinden. Für immer. Dann lass es uns voraustragen wie Männer. Jawohl, wie Männer, John. Zieh. Zieh, zieh, immer das Gleiche in diesen Western. Jawohl, und wieder einer von diesen Bösewichtern tot. So. Was zum Teufel machen Sie in meiner Wohnung?